Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer ganz neuen Kategorie auf meinem Kanal. Wir machen ein Let's Aufreiß, ein Unboxing. Und mit der schlechtesten Kamerafrau der Welt? Mit der liebreizenden Assistentin Akasha. Ja. Das hier ist die Arc Super Duper Deluxe. Das steht nur nirgendwo so wirklich drauf, aber es ist die Collector's Edition. Sie ist nur für PS4, muss ich dazu sagen. Die PC-Version gab es nicht. Zumindest nicht in der Vorbestellung. So. Nee, so. Das haben wir einen schönen Tisch. So. Warning. Fragile. Remove product carefully. The packing materials are intended to protect the product. Blablabla. Ne? Haben wir gelesen? Blablabla. So, wir haben hier Kram. Es ist festgepackt. Nehmen wir das erstmal auseinander. So, wir haben... Please lift tray carefully to reveal the artbook. The artbook quasi ist es. Die Artbook. Wir haben ein Original-Soundtrack auf CD mit ganz toll. Diesen Hits. So, die Explorers Edition, die ist schon bekannt, dass wenn du die Kamera drehst, dass das Video sich nicht mitdreht. Ja. So, PG-16. Ne? Freigegeben am 16. Alles klar. Wir haben einen Pfeil mit. Oh, nee, wie cool. Einer Arc Kette. Halskette. Das ist ja richtig arg cool, finde ich. Die fühlt sich aber wenigstens qualitativ an. Bei der Kiste hatte ich ja ein bisschen Sorge. Richtig cool. Richtig genial. Ein schönes Lederarmband. Na komm. Halt doch mal die Fingerstelle. Ja, das Problem ist die Kiste. So. Hat auch ein gutes Gewicht tatsächlich. Und ein Stofffetzen. Oh, meine Nase so. Jetzt hatte ich Finger im Bild. Geht sofort weiter. Wir haben. Eieiei. Was ist die Karte, die du dir an die Wand hängen kannst in Ark? Aus richtig, richtig schwerem Stoff. Theoretisch müsste es Island sein. Es ist Island. Ja. Fühlt sich richtig gut an, das Material. Sehr schick. Ich glaube, die würde ich mir gerne einrahmen. Ins Haus müssen. So. Das werfen wir erstmal weg. Da noch mehr drin? Ja, da ist noch viel mehr drin. So. Wir haben ein Artbook. In Leder gebunden. Sehr cool. Ja, komm. Das ist mit so einem Bändchensystem, was ich hinterher nie wieder hinkriegen werde. So. Oh. Überlebensnotizen. Helena. Mhm. Creatures of the Ark. Explorer-Notizen heißen die Geschichten, genau. Genau. Akatina, alles bekannte Dinge. Allosaurus. Die mag ich. Also es ist ein Buch voller Explorer-Notes. Aber sehr schön. Man kann sich sehr gut am Papier schneiden.
wurde extra gezackt. So. Zu viel will ich nicht spoilern. Kauft es euch, wenn es euch interessiert. In der Explorers Edition ist außerdem noch erhalten der Season Pass mit Scorched Earth und den beiden weiteren DLCs, die noch rauskommen werden. Ja, das wär's. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Genau. Es wird demnächst vielleicht noch weitere Unboxings geben, wenn es mal irgendwelche Special Editions von irgendeinem Spiel gibt, was mich persönlich vor allem interessiert. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.